Actually, 2 Cop. Hört. Ja, haben unsere eigene Position 300 Meter, 250 Meter verlagert, sind jetzt auf Position 132-217. Komm. Okay. Sag mal, Joker, dass sie mit einem Red Force Bereichsmarker die Stelle markieren sollen, wo sie den Teamleader vermuten. Ja, ich hab mitgehört, aber wir haben ja. Ein Red Force Tracking, oder? Weiß ich nicht. Können wir das? Ja, ich kann es Ihnen zwar sagen, negativ. Aber da Sie weder BFT haben, haben Sie auch kein RFT. Komm. Deswegen sollst du. Okay, falsch ausgedrückt. Sprech mit denen und mach für sie so einen Marker, dass ich den Bereich ungefähr weiß. Ja, das hätte ich jetzt auch getan. Komm. Ach, ich sehe, wir verstehen uns. Ende. Gut, also, ihr vermutet, dass mach die. Den kompletten Bereich mit den drei Gebäuden und der Kirche und so. Man braucht gute Untergebene, um die Defizite des Führers zu kompensieren. Moment, also. Also alles um die. Von der Kirche aus. Ja. Richtung Nordwesten. Also diese drei Gebäude da, ne? Ja. Ja, und dann halt minimal nur nach Nordost und ja, ja. Extra für 1 kommt. Hört. Süden ist auch gut. Starfunk. Nur nach Südost hat man halt keine Sicht. Ja, 1, geh mal von deiner Funktaste runter. Dann kannst du auch. Ich höre dich. Süden sieht soweit klar aus. Die, dafür, die hat schon wieder etwas geklemmt. Wir befinden uns jetzt ca. 100 Meter vor dem lilanen Bereich und auch ca. 100 Meter über Kurs, wo weitere Befehle kommen. Stellung halten, dritter Squad und Führung ist auf dem Weg. So verstanden, 1 Ende. Ja, Two-Face schreit gerade über den Funk, dass sie verwundet sind. Kann gut sein, dass unser VIP gleich vorbei ist und wir einfach nach Hause gehen. Meine Fresse. Blau kommt mal aus Südost. Oh Gott. Ja, und dann wären 2 Leute von uns umsonst gestorben. Das wäre sehr toll. 50 Meter. Rücken. 2-1. Zuhört. Ihr müsst zu Movepoint 1, ihr müsst irgendwie zu Two-Face kommen. Jetzt nach Osten, nach Osten. Also, 2. Squad, 1. Squad, abrücken zu Movepoint 1. Mit Hackengas. Ja, verstanden. Wird allerdings nicht sehr schnell gehen, da im Norden der Ifrit ist und im Süden die Seaset. Das kriegst du hin, ich verlass mich auf dich. Dann kriecht halt schnell. Jawohl, kriechen schnell, komm. Okay. Anscheinend hat es da unseren VIP hart getroffen. Wir müssen uns jetzt möglichst schnell in Richtung Movepoint 01 bewegen. Vergesst nicht, bei der Markierung Rauchsäule ungefähr ist ja, der ist ja bewaffnete und Ifrit. Und bei Marker C-Set ist wohl die C-Set. Und bei der Kirche ja, unterwegs, ist wohl auch noch Feinde. Also das wird jetzt lustig. Gut, in 5 Minuten wieder ein Lebenszeichen. Dementsprechend bewegen wir uns jetzt erst einmal in Richtung Südosten. Da haben wir in ungefähr 200 Meter einen Gebäudekomplex. Rot, seht ihr den? Ja. Ja, an dem bewegen wir uns jetzt erstmal ran. Alles klar. Rote Tag kommt mal Richtung 100. Schön. Blau, Sicherung Richtung Südosten aufbauen. Blau verstanden, haben wir schon eingenommen. Und bekommen wir das Lager da raus. Los. Willst du? Willkommen als Leiche. Hol ich die. Die holen wir jetzt. Ja, ist noch gut. Wieso? Wieso holen wir Konrad als Leiche? Ich meine, Centurius Leiche haben wir auch schon. Rot ist jetzt unterwegs. Jo, verstanden. BFT-Gerät. Weil die Führung gerne. Also, erstmal sollen wir jetzt wirklich schnell. Ach, da ist das Gebäudeding. Ich hab noch nicht gesehen. Ja, Richtung 116 durch die Bäume. Rot ist fast dran, wir sichern jetzt die Gebäude.
Ja, okay. Ja, verstanden. Wir haben also die Wahl, ob... Oh Gott. Wir haben eine Wahl. Ja, entweder gehen wir nördlich des Hügels lang und werden vom Ifrit beschossen. Gebäude klar, wir halten hier. Okay, blau nachziehen auf das Gebäude. Willkommen. Wenn wir über den Punkt blau los. FIA gehen, sieht er uns nicht. Das ist im Tal. Ein Set. Und das okay, sind viele Bäume okay, gut. Also Bescheid. Drei, wir haben bei der Rauchsäule im Nordosten von Ihnen ist ein HMG-Ifrit gesichtet worden. Bitte zerstören, klären Sie diesen auf und zerstören Sie ihn. Kommen. Verstanden. Kommen. Okay, Squad, kleine Info. Joker hat mir gerade gesagt, dass wenn wir uns an die grünen Punkte halten, um da durch das Gebiet zu gehen, dann schaffen wir das wohl, ohne dass wir von dem HMG-Ifrit gesehen werden, weil da sehr viele Bäume sind und die Sicht versperren. Dementsprechend versucht euch dort an dem Weg zu orientieren. Wir bewegen uns jetzt erstmal zu der Kapelle bei Koordinate 143-218 bei den beiden Straßen, die dort kurz unterbrechen. Versucht nördlich des großen Hügels zu sein, wenn wir uns jetzt dorthin bewegen, damit wir halt eben von Süden nicht von der C-Set, von dem C-Set-Basis da beschossen werden. Verstanden? Verstanden. Gut. Rot bewegt sich vor, blau folgt dann. Wobei, wir machen das im Bounding Overwatch, das heißt, rot bewegt sich so lange, bis ihr die nächste gute Stellung gefunden habt, dann zieht blau nach. Verstanden. Also wir müssen in die andere Richtung sichern mit dem HMG. Schatzwaffe? Rot läuft. Blau, guck mal hier zu mir, wo rot war. Okay, Freaky? Ja. Ich möchte, dass ihr bei Blau bleibt und die Rücksicherung übernehmt. Eins, Sektor? Blau, ja, okay. Das sind hier Lützower Jäger. Alles klar. Dass ihr bei denen in der Nähe bleibt und die Rücksicherung übernehmt, damit die halt eben vorne sichern können. Wow. Explosion im Norden. Explosion im Norden. Actually, jetzt wo kommen? Hört. Wir haben gerade eine Explosion von nördlich unserer Position ausgemacht. Ja, Plan fortführen 1. 2. Da waren doch schon mal eigene ja, Teile, oder? So verstanden, aber da ja, waren irgendwo eigene Teile. Teile. Haben die irgendwas bekämpft? Ist mir nichts bekannt. 3, ja, 2 kommen. 2 ja. Weitermachen mit dem Plan. Wir brauchen diesen 4-Typen. Ja, wir bewegen uns weiter. Rot ist auf 0, 9. Oh, ihr 3 kommt. Okay, rot steht. Blau, seht ihr uns? Ja, hat sich schon erledigt. 3, zu Ende. Ja, genau, Richtung Osten musst du laufen, dann passt das. Nee. Ja, wir sehen uns. Okay, gut, dann blau, nachziehen. Zur Info, Joker wird sich bei blau befinden und aufhalten und die Rücksicherung für blau übernehmen, sodass wir halt eben uns hauptsächlich nach vorne orientieren können. Wir müssen uns möglichst schnell dadurch bewegen. Zur Info, 1 hat soeben ihren Blue Force Tracking Marker verloren. Ich vermute mal, dass dort im Wald 1 gerade irgendwie einen Granatenunfall hatte. Frage, ist Joker mit hier drauf? Negativ, aber das kann ich denen vielleicht gleich mal sagen, dass sie sich da mal mit einklicken könnten. Joker? Ja. Also ihr könnt euch mal mit auf die 110 klinken, das ist unser Squad-interner Funk, damit ihr da mithören könnt. Ja, John, wir lösen dann so lange die 3, die 120 für uns auf, ne? Ja, verstanden. Hat ja wenig Sinn. Könnt ihr einfach zusätzlich Kanal einstellen und dann wieder zurückswitchen, wenn ihr das brauchen solltet.
Oder du kannst das jetzt zusätzlich im Kanal machen. Ich löse die 120 so lange erstmal auf, weil ich habe ja noch Waffen. Okay. Okay, da wir eins anscheinend irgendwie verloren haben, vor allem Achtung auf Norden. Na, eins meldet sich wieder. Alles gut. Verwundete, zwei verwundet, einen mit Sonnenflecken. Komm. Gut. Blau ist auf Position, rot weiter. Negativ. Bewegt euch nördlich des Hügels. Auf jeden Fall nördlich des Hügels bleiben. Jetzt einen nördlichen Schwenk machen. Ja, besteht. Joker meldet sich auf 1-1-0. Ja, super. Willkommen, Joker. Okay. Ja, sehr gut, genau, das wollte ich auch kurz sagen, nach Nordost verlegen. Wir haben uns von MP03 zurückziehen können, sind direkt an MP03. Mehrere Feinde im Nahbereich, wiederhole Feinde im Nahbereich, wir halten uns aber im Moment, komm. Two-Face, gleich hinterher, wir verlieren sonst rot aus dem Auge. Two-Face befindet sich bei Gebäude in der Nähe von MP03. Halten unsere Stellung im Moment. Also Blau, sobald ihr rot aus den Augen verliert, sofort per Funk Bescheid sagen. Das wissen die nicht, wann ihr die seht und wann nicht mehr. Red Force Tracking geschehen. Wir halten uns im Moment aber gut, sonst werden Feind abkommen. Blau ist da. Lützow, ihr seid erst da, sobald ihr Position seid. Ihr seid noch nicht alle da. Raketenstart. Bestätigt dann. Werfer. Wow. Das muss nicht sein, das kann vielleicht auch Feind gewesen sein. Die Explosion drei, hier zwei kommen. Wir haben direkt nördlich von uns, ungefähr 200 Meter, Raketenstart, RPG vermutlich gehört. Passt auf. Wiederholen Sie Positionsangabe. Immer von Baum zu Baum. Eigene Position 137-216, ungefähr 200-300 Meter nördlich. Wir haben jetzt Katiba Feuer und wir hatten eben einen Raketenstart, vermutlich RPG. Komm. Information 3 hat versucht, Ifrit zu bekämpfen an Rauchsäule. Kann es möglich sein, dass das der Kontakt ist? Komm. Das könnte vielleicht sein, da wäre die Info nett gewesen. Komm. Okay, also der Raketenstart war wohl von 3, nicht auf 3. Trotzdem aufpassen im Wald nördlich von uns. Ja, da könnten immer noch einzelne Feinde jetzt sein. Wir sind im Feuerkampf mit Fireteam etwa 110 Grad von unserer Position aus. Wir stehen. Blau weiter. Gut, macht sie platt und dann auch die Rauchsäule zu. 3 verstanden, Ende. Ich hoffe, die wissen, dass wir hier sind, nicht dass sie uns wieder beschießen. Ah, sollten sie wissen. Okay, rot jetzt von unserer Position ziemlich genau nach, ja, was ist das, Ost-Nordost, also kurz um die Hügelkante rum, nicht weiter nach Norden, wenn es sich vermeiden lässt. Alles klar. Weißer Rauch. 1 für Actual, wer hat gerade das Kommando bei Ihnen? Ich versuche rauszufinden, wem die Rauchsäule gehört. Gut, du bekommst einen Blue Force Tracker. Verstanden. Drei hier zwei kommen. Drei. Habt ihr gerade eben Nebel gelegt? Komm. Nebel ist für uns negativ. Wir hatten Kontakte östlich von uns. Kommen. Ja, bei uns hat sich nämlich 200 Meter nördlich von uns eine Rauchwand aufgebaut. Gut, wenn das nicht eure ist, vermutlich feindlich. Danke, zu Ende. Ja, das gehörte anscheinend keinem. Achtet trotzdem drauf, dass das vielleicht doch Freundete sein können. Da, wo die Rauchwand eben war. Ja. Blau, 20 Meter vor. Okay. Rot, Tech-Team von Rot an. Okay, Rot Support sieht nach. Los geht's. Rot, dann halt, wir sehen uns schon nicht mehr. Ja, wir stehen. Blausprung. Zwei für negativ. Eins für Action. Eins hört.
Die kampffähigen Teile deines Squads sollen weiter Richtung Osten. Lass einen Combat Medic zusammen mit meinem Medic bei deinen Verwundeten. Sind da. Eins verstanden, komm. Gehen jetzt auf Kurs 050. 100 Meter weiter Richtung Osten oder so. Auf den VIP treffen. Zumindest auf die Kirche. Ich bin hier vorne am Baum. Ja, ich. Jo. Okay, los geht's. Rot läuft. Two-Face for Actual, komm. Oh, nicht jetzt im Ernst. Oh, bitte nicht. Two-Face for Actual, komm. Ja. Status, komm. Bitte nicht was. Schwer verletzt, sie sind direkt bei uns an der Stellung dran. So verstanden, wir beeilen uns. Actual Ende. Rot halt da irgendwo. Giga, ich werd kribbelig, kannst du schneller machen. Alles klar. Wir sind hier mitten im Feindgebiet, hier sind wohl überall laut Joker irgendwelche Patrouillen, wir können nicht schneller. Okay, so schnell wie es geht. Ende. Blau da. Das ist wahrscheinlich Julius. Okay, Blau, rückt mal so 20 Meter hinter Rot direkt mit, bis ihr irgendwo eine vernünftige Stellung einnehmen könnt. Wir haben hier Blechschütte. 040, da sind die wahrscheinlich drin. Gut. Wer ist da vermutlich drin? Feinde? Nee, der VIP. Riddler Actual, hier Two-Face, haben feindliche Infanterie. Nee, die sind wohl irgendwo bei MP01. Wir sollen uns Richtung MP01 bewegen. Wir werden uns jetzt bei der Kirche, werden wir erstmal dort zwischenhalten. Wir halten sie noch so lange auf wie möglich. Die VIPs mussten ihre Position aufgeben, weil die ja aufgeklärt wurden. Wenn ihr könnt, zieht euch so weit es geht nach Süden zurück. Richtung, Negativ, ab jetzt nicht mehr möglich. Infanterie hat uns mittlerweile so fest umlaufen, dass wenn wir unsere Deckung hier verlassen würden... Okay, letzte Angabe, sorry, ich korrigiere, ist bei MP03 okay, befinden sich die VIP samt Bodyguards. Haben aber keinerlei Deckung, ist also noch Westen. Einiges am Weg, was wir da vor uns haben. Richtung, korrigiere, keine Deckung Richtung Osten. Gebäude da in die Richtung beschädigt. Uns geht die Munition langsam aus, komm. Okay, dann wisst ihr, was zu tun ist. Munition sparen und die offene Seite im Blick behalten. Ja gut, wir versuchen den Feind zu bitten, dass er in unsere Kugeln reinrennt. Ende. Actually, jetzt wo kommen? Ja. Ist die Positionsangabe FIA für den VIP noch aktuell? Kommen? Die bei Movepoint 03? Ja, positiv. Positiv ist aktuell. Jungs, Flanken im Auge halten. Ja, verstanden. Bewegen uns weiter. Zu Ende. Also ich habe nochmal nachgefragt. Ja, die Markierung bei Movepoint 03 ist aktuell. Das ist die aktuelle Position von denen. Movepoint 3. Was zum Teufel machen die da? Nördlich von uns. Nördlich von uns Kontakt. Nördlich von uns Kontakt. Da vorne in der Hütte müsste Kombis liegen. Gibt Sperrfeuer, Jungs. Squad Leader getroffen! Drauf. Ja, weiter bekämpfen, ist nur leichte Verwundung. Frage nach dem Spiel, mir wurde gesagt, wir sollen 100 Meter weiter Richtung Osten. Einer bekämpft! Sollen wir noch weiter, komm. Ja, noch weiter. Einer bekämpft! Den zweiten Squad aufschließen. Achtung, im Norden von euch ist bei der Rauchsäule, ist fein. So verstanden, nein. Wollte Giga noch da? Eine Leiche. Ja, ich bin noch da, alles gut. War nur eine leichte Verwundung am Arm. Rot nach Ost.
Schützen an die Blechhütte. Blau auf die Position von Rot. Okay, wir werden jetzt erstmal die Blechhütte da in Richtung 040, die werden wir erstmal durchsuchen. Ja, ich war gerade drin, hier liegt ein Teamleader und eine CZ-Leiche. Ja, sehr gut, sehr gut, Teamleader. Packt ihr dem seinen Blueforce-Tracker ein und alles, was er sonst noch hat. Ja, Giga, sonst gehe ich da hin und hole mir gleich direkt den Blueforce-Tracker. Oder nee, lass den Blueforce-Tracker liegen, Joker holt sich das. Aber nimm das restliche Zeug mit, was du brauchst. Blau nachrücken auf die Position der Hütte. Oh, top. An alle hier drei, bekämpfen Ifrit bei Markierung Rauchzeug. Oh Gott. Werfer. Ja, das ist drei, die haben gerade gemeldet, dass sie den Ifrit bekämpfen. Ist gerade was zusammengebracht. Ja, hier, bisschen Südosten. An alle hier drei, Ifrit bei Rauchsäule zerstört. Kommen. Ifrit wurde zerstört. Okay, gute Arbeit, drei. Drei, rücken Sie auf zu der Rauchsäule, klären Sie das. Freaky, nimm nicht alles an Munition mit. Blau, bedient euch an der Leiche vom Teamleader für Munition. Das ist so dicht beieinander. Blau gehört. Und drei, Achtung, die Führung nähert sich von Ihnen aus. Einmal hier zu der Teamleader-Leiche direkt an der Hütte gehen und dort mal aufmunitionieren. Der hat noch ziemlich viel Munition dabei, der Typ. Check. Rot für euch. Nächste Bewegung ist Richtung ist Kirche. Verstanden. Actual, hier 2, komm. Hast du dir das Hütchen genommen? Actual, wir haben den Teamleader von Joker unterwegs gefunden. Joker, aktueller Teamleader, hat jetzt BFT-Marker zur Verfügung. Komm. Hammergeil. Dann Leichen flattern und weiter zum Movepoint 01 zusammen mit Joker. So, John, hier brauchst du jetzt das Long. Ja, sind schon dabei, bewegen uns so und dann sofort weiter. Zu Ende. Alles mitgenommen, was blau. Ich habe auch noch ein bisschen Medic-Zeug von ihm. Krieg ich auch noch was in Long Range? Also wir haben nur eins. Also im Moment ist die Führung noch in Short-Range-Reichweite, also okay. 50 kommst du noch zu denen hoch. Hast du das Hütchen genommen? Ja. mein komischer Stoff-Turban kratzt. Oh Mann, hat er jetzt hier keine Munition mitgenommen? Joker, Action. Joker, hört kommen. Wer von euch hat denn jetzt das BFT-Gerät? Freaky, kommen. Danke, Ende. Wollen Sie auch noch Munition? Ich habe mich hier gerade bei dem CZ-Typen bedient. Der hat medizinisches Zeug dabei. Okay, Info an alle. Die CZ-Leichen haben medizinisches Zeug dabei. Verbandspackmaterial und so. Also, splündert die. Status-Update. Wir sind unter schwerem Feuer, haben mehrere Infanteristen an den Stellungen. Wir haben kaum mehr Munition, sind auf unsere Sekundärwaffen beschränkt. Ja, wir könnten einen Sani aufbrauchen. Ja, ihr seid Special Team. Also wenn ihr eine bessere Waffe habt, dann nehmt die. Okay, wir machen so schnell wir können. Welche Waffe würdest du nehmen, Freaky? Rot, seid ihr bei der Kapelle? Das ist so viel nehmen von mir, okay. Nee. Ja, ihr sollt euch dahin bewegen. Alles klar. Ja, ich mach ich. Teils, das mag gerade für uns besser wiederholen. Hier, und ihr könnt auch an Restmunition, was jetzt euer Team die dabei hat, packt alles mit, auch wenn ihr noch Platz habt, dann könnt ihr das später noch weiter verteilen. Wir werden wahrscheinlich noch einiges an Munition verballern dürfen. Hoffentlich hält der VIP durch. Ja. Ich höre jetzt übrigens auch komplett wieder auf der Long Range. Okay, super. Super. Ich habe jetzt noch ganz viel Munition von mir dann übrig, von der Waffe. Ist das auch normale 30er? Ja, top. Einfach mitnehmen. Okay, aber ich hab mir auch was so viel ein. Platz. Fahr mir was ein. Nochmal wiederholen? Meines Wissens nach ist ab dieser Kapelle Sicht auf diesen Stützpunkt. Dann auf jeden Fall so halten, dass man von der Kapelle aus nicht gesehen wird. Im Zweifelsfall halt eben nördlich. Und wenn man da beschossen wird oder eingesehen werden kann, dann müssen wir uns umlaufen. Denk an den Ersatzlauf. Ein Kampfhelikopter Richtung 200 steht auf dem Boden. Blau, wir schließen auf zu Rot. Er ist bereits markiert worden. Gut,
Jetzt aufrücken Richtung Kapelle. Schön aus. Also ganz wichtig, ne? Plündert die Leichen, nehmt das medizinische Zeug von den CSET-Typen mit. Es kann gut sein, dass wir es noch brauchen. Ich habe hier keine Einsicht zu dieser Stadt. Okay, super. Hier der Stützpunkt, ich sehe den schon, ich sehe den Wachturm Richtung. Ja, stimmt, man sieht den. Man sieht auch den Kampfhelikopter. Ja, dementsprechend müssen wir jetzt eine kleine Nordschwenk machen. Okay, rot vorbewegen auf MP01. Dort bei Haus Stellung beziehen. Nördlicher Schwenker, sodass wir von der Basis aus nicht einsehbar sind. Also um den Hügel rum und dann von Norden rein. Ja, positiv. Wobei wir dann wahrscheinlich direkt auf MP02 vorrücken werden. Alles klar. Achtung, Riddler 1 kommt jetzt aus Nordwesten. Die sind gleich bei der Blechhütte, wo wir den Teamleader hatten. Auf geht's. Ja, wieder Bounding Overwatch, ne? Einfach wieder, sobald ihr die nicht seht, blau Bescheid geben.